Vorletzter Gegner, die beste Mannschaft in unserer Gruppe, Portugal. Österreich bietet in der ersten Hälfte die beste Leistung seit Jahren. Hier scheitert Herzog an Torhüter Vitor Bahia. Aber wir haben ja einen Peter Stöger. Aber nur 3 Minuten nach Seitenwechsel der Ausgleich. Ein herrliches Solo von Paulinho Santos, dazu Teamchef Herbert Prohaska. Aus portugiesischer Sicht war es ein Genuss und war es ein Weltklasse-Tor. Aus meiner Sicht ist es ganz einfach so, auch wenn es unpopulär klingt, aber da muss ganz einfach ein taktisches Foul kommen. Da darf also nicht über 35, 40 Meter durchlaufen und unser Tor schießen. Noch lebt die Endrundenchance, aber die Aufgabe ist doch schwieriger geworden. Irland wieder auf Rang 2, Österreich muss im letzten Spiel in Nord-